Look, Mama, look. Hallo, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Hier noch der Zauberzubehör, der uns nicht mehr mag. Mann, ich kann es nicht verstehen. Die haben uns doch sehr nett verhalten. Hust. Dann gucken wir uns mal ein bisschen weiter in Baldur's Gate um. Was uns hier noch alles so widerfährt. Mal ein bisschen hier unten weiter gucken. Weiß, wir können, wir müssen, sollten ja hier hin. Aber da gehen wir auch noch hin. Und vor allen Dingen auch hier noch, wegen dem. Ja, wegen dem Dingens, ne? Wegen Vampir. Warte, was denn hier? Was ist denn hier passiert? Das war ich diesmal nicht. Und das Gebäude auch noch rein. Ja, aber. Ja. Abgeschlossen. Ah, von der Seite kommt man normal rein, okay. Was ist denn hier los? Oh, poor kid found his parents like this. It's a tragedy, yeah. But it's not like we can look after him. I got lost. And then when I found Mummy and Daddy again, they wouldn't get up. I shouldn't have run away. I'm just sorry. Ja, die sind jetzt in der Hölle. Tue sie mal nicht. Ist hier der Erdbeben? Nein, nein, das ist gar nicht gut. Ja. Ja, Feuerwerke. Feuerwerke aller Art. Ist ja toll, aber... Was denn hier hinter? Employees only past this point. You want to buy something? Talk to Mr. Sunshall. Not critical, just a bastard if it breaks. Won't blow us up. Oh, Knalldrachen. Steady, steady. Any spillage under the city light is bastard. Pressure steady. Are we at temperature? Und das Feuerwerk. Maintaining temperature. Faces, hands and eyebrows. How do we protect them? Watch for wind direction. Put on your gloves. And a light at arm's length. Very good. And what does Uncle Philogear always say? Once it's lit, you commit. Excellent! Now remember, Philogear's fireworks accepts no liability for singed nails, toasted eyelashes, loss of limbs, scalded torsos, or blown off heads. Now, you there. What can I do for you? You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. He has a tadpole. Ah, a fellow friend of Gortash. Praise the Absolute. I have a special sample, available just for you, if you wish. Wie immerhin ein Freund von Gortash. Das heißt, also, er wird uns nichts tun. Wir können ihn umbringen. Ja. Oder wir erfahren vielleicht ein bisschen was durch ihn. Hm. Bin sicher, warum nicht? This one will be very useful against any and all enemies of Gortash.
be sure to be clear of its explosion area. Please enjoy responsibly, and nowhere near this establishment. Is there anything else I can do for you? Mal sehen, was ihr so habt. Of course. Zwei Gegenstände, okay, wir müssen jetzt immerhin, weil wir ja plus Gotosh Friends sind. In einem Drachen, ja, oh, wie toll. Dann haben wir hier Erstkraken, ah ja. Ein Drachen und Woglims. Okay, das finde ich irgendwie cool, dass man sich hier wirklich Böller kaufen kann. Also Raketen, die dann wirklich auch im Kampf benutzt werden können. Remember, once it's lit, you commit. And if it's not a firework, do whatever you like. Ich habe noch mal ein paar Fragen, weil... Have you tried the Lanternese candles? Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly crafted torch is more to your taste? Hätt ihr Felogree? Nee, eigentlich nicht. Heavens no! I'm just the humble proprietor. Avery Sunshall at your service. Descendant of the great Felogia Sunshall. But you can call me Felogia if you like. Help spread the brand, see? Bei unserer ersten Begegnung habt ihr Gortosch erwähnt. Arbeitet ihr für ihn? Oh, heavens no. Not with him. I work for him. As I do for all of my most loyal customers. Fabulously charismatic man, though. Tips well. What are you really asking, friend of Gortash? Ja, Freund von Gortash. Ich weiß nicht, ob man nicht so nennen kann. Browse responsibly now. For God's sake, have a little discretion. Hey, what's going on? Let's do that. Und unterhaltet euch um Himmels Willen unauffällig. Achso. Aber wenn wir Freunde von Gortosch sind, können wir vielleicht. Unless you got hired since we last spoke, you still can't come in here. Also wir können ihn noch umbringen. Er hat eine Larve. Hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind. Maintaining temperature. Steady at the moment. Oh, und er ist wieder voll mit vollem Leben am Start.
hat der Angriff ja nichts gebracht. Das ist ja doof. Leider Nummer 9. Und dann haben wir einen Angriff vergeudet. Oder haben wir das? Mal gucken. Vielleicht können wir ihn auch einfach irgendwie anreden und sagen, ja, sorry, hier muss ich jetzt angreifen. Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly crafted torch. So. Schon, dass es sinnvoll ist. Die laufen da so vorbei. Ja, hier ist nichts los, kein Problem. Ah, hier ist nichts los. Hier gibt's keinen Kampf. Okay, das Kind hoffentlich meldet ihn. Meldet uns das hier nicht. Ja, das ist tatsächlich schon geil. Also, die machen halt richtig krass Schaden jetzt. Das gefällt mir. Gucken wir mal, dass wir schon mal irgendwie mit denen jetzt. Die kommen und machen gar nichts, ne? Ja doch, die machen was. Mal sehen, ob sie die Tür öffnen können. Na, ich hoffe, man darf hier nicht reingehen. Ne, gibt nichts, ne? Hier ist nichts. Das Kind, das ist zwar verängstigt, aber das Ey, da ist nichts los. Ich werde schon mal hier ein bisschen gucken, dass ich meine Leute mal ein bisschen nach vorne ziehe, ne? Ja. Vielen Dank. Gar nichts, du Blödes. Okay.
Ja, Problem ist es mit ihr, ne? Die muss unbedingt angreifen. Das war ein bisschen verschwendete Raserei. Das ist so ätzend gerade. Ich muss angreifen. Oder Schaden nehmen. Ah, geht das mit dem Bogen? Ja, müssen wir mit dem Bogen machen, weil, wie gesagt, wir müssen die Raserei aufrechterhalten. Oh, das geht noch. Okay, cool. Machen wir das doch so, dann machen wir nicht Bogen. Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt ein Darf nicht unbelebt sein. Ja, Harten müssen wir denn zu. Wuchten. 50, okay. Okay, da habe ich mich gerade, glaube ich, nach oben gecheatet ein bisschen. So, mal gucken, ob die jetzt hier rauskommen. Ja, kommen sie! Aha, geil! Und gut, dass ich Lasehe. Ich bin damit selbst umgebracht. Gut, dass ich Lasehe jetzt hier hin geplatziert habe. Weil dann kann ich ja hier tatsächlich... Das ist ja natürlich doof, ne? Jetzt habe ich extra hier so eine Kampfladung bei Lasehe noch verschwendet. Und dabei. Na egal, die macht das mal hier nix. Und dabei. Können die einfach gar nichts hier. Nee, komm mal, wir machen alles hier mit Lasehe. Wir müssen halt einfach jetzt ihr Dingens hier mal ein bisschen den Rage-Mode einfach mal ein bisschen ausnutzen, finde ich. Oh, hier ist nichts passiert. Hier werden immer noch alle rot angezeigt. Stehe ich gar nicht. Ja, habe ich mir gedacht, dass der einen hat. Heute
ships are looking a little rusty. Are we scheduled for maintenance? Steady. Can't afford a fail. Das funktioniert ja schon mal richtig gut. Aber was haben wir hier im Brief drin? Liebster Avery, ihr leistet bisher gute Arbeit, doch lasst die Produktion von Rauhpulver ruhig ein wenig ruhen. Niemand wird im Falle einer Krise hinterfragen, warum Knappheit in Feuerwerkskörpern besteht. Seid unbesorgt, mein Freund. Ich werde zum Stammkunden in eurem Laden, um die entgangenen Einnahmen auszugleichen. Mein aufrichtigsten Erfolgswünsche. G. Punkt. Ja, nicht der G-Punkt, ne, aber. Gortasch. Gortasch. Ich weiß ja nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber es könnte eventuell sein, dass hier. Naja. Über Tode. Wie gab es den Kampf? Aber ich weiß nicht, wer hier gekämpft hat. Vor allen Dingen haben wir ein bisschen was zum Verkaufen. Nee. Achso, das ist so eine Feuerwerks. So eine Box quasi. Eine Batterie. Im Grunde genommen. Oh, nö, warum nicht? Wir fackeln ein bisschen was mehr von dir. Und nett, dass wir uns ja auch hier die Tür aufgemacht haben. Dann können wir auch. Oh lol. Steady. Steady. Any spillage and I'll be picking my teeth out. Are we on temperature yet? Alter Streit kommen, das bringt jetzt nichts mehr. Wir haben Boss auch nicht. Good. All fingers intact. Don't want to be such a heartless bastard. Tamara, ich weiß, unser Freund, der Spielzeugmacher, kämpft ebenfalls für unsere Sache. Doch nach allem, was ich gesehen habe, hat er die Subtilität eines Holzhammers. Wir müssen unbedingt vermeiden, für seine Aktivitäten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wenn er noch weiteres Material kaufen möchte, sagt ihm, wir hätten nichts vorrätig. Ich möchte den Hof und des Ladens nicht ruinieren. Ja, das ist vielleicht eh egal. Also ich sag mal so, ich habe die Leute hier umgebracht. Aber ihr seht ja selbst, die sind hier ein bisschen shady, ne? Also ich glaube schon, war bestimmt voll gut von mir. Weil. Voll böse gewesen und so. Um zu glauben, also. Nur jeder mal. Also ich will ja jetzt auch teilweise, also kann ja auch teilweise jetzt so ein bisschen. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ob ich hier auch noch was reinskille. Da will ich mich hier vollkommen ausskillen, weil. Ja, so die ein oder anderen passiven Fähigkeiten, die ich hierdurch bekommen habe, die machen schon echt geilen Damage. Fallschaden, ja gut. Haben wir oben auch noch ein paar Sekunden? Ja, wir können ja mal das hier nehmen, ne? Why not? Ich habe jetzt eh sowieso jetzt nicht mehr so wirklich was, was ich priorisiere, also können wir auch sowas hier mal nehmen. Done. 8, 9, 10,
Wenn wir dann alles geskillt haben, dann verwandeln die uns oder was. Das wäre auch wirklich heftig. Ich weiß ja zum Beispiel auch, dass man sich tatsächlich hier im Spiel auch verwandeln kann in so einem. In so einem. Mindflyer. Aber. Also es gab, glaube ich, mal einen Bug, dass man sich verwandeln konnte und dann wirklich auf Mindflyer auch spielen konnte. Aber normalerweise, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, bei einem ganz bestimmten Punkt zurück nach Akt 1 zu gehen. Irgendwie. Wenn man das tut, verwandelt man sich automatisch in den Mindflyer und dann Game Over. Das sollte irgendwie, das ist irgendwie drin. Aber scheinbar ist es nicht geplant, dass man wirklich zum Mindflyer wird und das Spiel dann als Mindflyer auch durchspielt. Was tatsächlich aber eigentlich eine coole Möglichkeit wäre. Wir müssen irgendwie mal alle hier so hochkommen, ne? Guten Tag. Stehen. On the move. Ich mag diese Fliegenfähigkeit, weil die noch mal viel geiler ist. Ich glaube, ich benutze ihn jetzt diesmal nicht. Ne? Den Lebenspunkt, ne? Mich ja nicht verarschen. Komm, egal, stirb. Achso, ja, ist noch unten. Scheiße, und die blockieren sich gegenseitig, ey, ich raste aus. Ist halt der Punkt nicht erreichbar. Oh nein, irgendwie. Was ist doch hier? What must be done? Kann ich mich. Das ist doch. Ah, jetzt geht's. Oh, puh.
Oh, das Grauens, warum auch immer. Nee, ich muss mal hier irgendwie. Die sind ein bisschen fieser. Ja, die sind ein bisschen fieser. Vielleicht soll ich die lieber lassen. Gehen so. Wenn wir diesen Superjump machen, hier hin. Wer jetzt davon noch getroffen wird, ist es auch egal. Das machen wir nochmal. Es gibt. Also sie ist gleich tot. Aber sie hat zumindest sehr viel ausgehalten. Vergiftet ist zumindest weg. Dann würde ich sagen. Und wieder da wahrscheinlich. Machen wir mal das dahin. Aber ich schieße zuerst ihn hier ab. Und dann schieße ich ihn hier ab. Ich mache mir den Kampf doch. Warte, die sind auf meiner Seite. Die kämpfen für mich. Die sind gelb und nicht rot. Okay.
Wie cool. Wo ist das denn? Ich hab euch manipuliert. The mark of Mahler on you. Er hat diese Wolke gemacht. Okay, gut, Asterion wird zum Glück nicht sterben. Okay. Nun, war dann wohl doch nicht so mit, hey, wir schaffen das schon, weil die sind auf unserer Seite. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Eigentlich ja nur noch neu laden, ne? Sind die wieder auf unserer Seite? Nee, ich bin halt gelb immer noch. Aber just yet. Ich glaube, ich muss neu laden, weil gegen so einen Wächter kann ich ja leider nicht ankommen. Das ist, ja, ich muss neu laden. Ja, blöd. Vielleicht, ja, lassen wir den Kampf hier oben dann lieber mal. Ja, ich meine, die Erfahrungspunkte, die schmecken schon, ne? Aber leider werde ich dann von den Wächtern angegriffen und das ist nicht gut. Die merken das dann leider doch. Hier unten hat es geklappt, hier oben wird schwierig. Gut. Man kann nicht alles haben, würde ich mal sagen. Dann machen wir nächste Folge weiter. Gucken uns noch mal ein bisschen weiter um in der Stadt. Aber die obere Etage ist erstmal eher nichts für uns. Was ein bisschen schade ist, weil machbar ist der Kampf tatsächlich. Nur ist halt eben ärgerlich, dass scheinbar dann die Wachen kommen.
Warum hat denn Laziel auf einmal plötzlich... Ich nicht. Und es sind Laziel auf einmal irgendwie, ja? Not to mention the parchment quality of the Gazette. Awful. Naja, dann werden wir eben beim nächsten Mal einen anderen Laden ausräuchern, der auch nicht so toll ist, weil die sich mit Gortasch verbündet haben. Dann machen wir das eben so. Gut. Hat nicht geklappt. Nicht ganz. Ein bisschen schon, aber nicht ganz. Aber zumindest die Hauptperson unten, die dann auch noch mit der Larve bestückt war und so weiter und fort, die wir ja auch uns gesnackt haben. Die war auch eingesetzt, ne? Ja. Die haben wir ja vernichtet. Immerhin etwas. Und die oben. Ja. Ihr toller Anführer, der ist ja nicht mehr existent. Also. Dementsprechend. Ah, der Probleme. Gut, nächstes Mal geht's weiter. Haut rein.